Eure Zeit ist vorbei. Schnappt ihn euch! Was macht ihr denn? Macht ihr einen Mittagsschlaf oder was? Idioten. Okay, Mo. Zeit fürs große Finale. Mach schon. Ja, herzlich willkommen zurück zu Vollgas Full Throttle. Wir haben es geschafft. Wir laufen brennend aus dem Auto raus. Yeah. So, ich habe festgestellt, ich kann es auch mit meinem Xbox 360 Controller spielen. Ist nicht so smooth, aber. So, Tribüne. Gucken wir uns mal an. Aber ich glaube, ich wechsle doch mal lieber auf die Maus. Ah, besser. Nun ja. Sollten wir ihn nicht löschen? Was meint ihr? Ben, hör auf, wie den Clown zu spielen und sorge für Ablenkung. Ich bin die Ablenkung. Nun ist nicht persönlich. Das Motorrad wird bewacht. Wen interessiert das Motorrad? Mo findet es wichtig, dass wir nicht ohne hier wegkommen. In Ordnung, ich sehe zu, was ich tun kann. Aber mir brennt's schon unter den Fingernägeln. Können wir irgendwas machen? So, wir lösen erstmal ein großes Feuer aus. Feuer! Massenpanik! Au! Ja, rennt! Na, endlich! Und jetzt zerquetscht dieses Glühwürmchen, solange es noch leuchtet. Oh oh, wir sollten hier mal schnell wegrollen. Sieh nur, wie er läuft. Wir sind jetzt auf dem Auto der Bum-Bum-Brüder und lass uns mal so ein bisschen hier rum transportieren. Können wir da raus? Wir können doch gerade nichts machen. Können wir vielleicht ein Kaninchen anreden? Ich glaube aber nicht. Wir rollen jetzt erstmal. Damn. Tschüss. Ich würde gerne aussteigen. Jetzt. Geh da rein. Die bekommen uns natürlich hinterher. Das heißt, wir müssen schnell hier wegrollen. Okay, das funktioniert so nicht. Was muss ich denn nochmal machen? Ich check's grad nicht. Ist nochmal ins Feuer oder so? Na, ja, kommen sie. Wir können auch hier, glaube ich, nichts weiter machen, außer uns von denen hier rumputschieren zu lassen. Funktioniert das, wenn ich nicht ins Feuer gehe? Ah, seht mal. Was ist passiert? Habt ihr ihn erwischt? Endlich haben wir ihn erwischt, Bolas. Das bedeutet, Ripburger wird uns jetzt zu Direktoren machen müssen, wie er es versprochen hat. Und außerdem muss er jedem von uns 10.000 Aktien geben. 10.000, ja. Seltsamer Geruch. Was ist das, die Temperaturanzeige? Nun... Erfolg freigeschaltet. Was für ein schmerzhaftes Ende. Aktien zusätzlich bekommen. Oh ja. Zeit für die Aktionärsversammlung. Ripburger, du.
Sackgesicht. Wo ist die Hardtail? Auf dem Boden verteilt, Mr. Rächer. Was? Wo ist die tiefsentimentale Verbundenheit zum alten Motorrad deines Vaters geblieben? Ben, es ist nur ein Motorrad. In einer halben Stunde habe ich das wieder zusammengesetzt. Natürlich vorausgesetzt, ich finde diesen Schlüssel. So, wir können wieder Sprachoptionen wählen. Von was für einem Schlüssel redest du? Wie war der Flug? Wo sind wir hier eigentlich? Ich werde sehen, was ich tun kann. Wie war der Flug? Wie war der Flug? Naja, irgendwas ist explodiert, als es losging und ich bin in einem Minenfeld gelandet. Aber abgesehen davon lief alles prima. Na, das klingt doch ganz gut. Mir geht es übrigens auch gut, danke der Nachfrage. Mir geht es übrigens gut, danke der Nachfrage. Aha, großartig. Jetzt hilf mir, den Schlüssel zu suchen. Das ist aber nett. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als du mich umbringen wolltest? Erinnerst du dich noch an die Zeit, als du mich umbringen wolltest? Ja, wir haben dir echt eine spannende Lektion erteilt. Lustig. Wo sind wir hier eigentlich? Wo sind wir hier eigentlich? Das ist ein C330 Großmaul-Jumbo-Transporter für Industriegüter. Den haben wir wieder aufgemöbelt. Wir wollen ihn wieder ans Rollen bringen, dann können wir ihn zu Biker-Rallies mitnehmen. Ihr wollt versuchen, mit dem Ding rumzufliegen? Rollen, Ben. Rollen. Dieses Baby hat seine beste Zeit schon lange hinter sich. Das fliegt nicht mehr. Von was für einem Schlüssel redest du? Der Schlüssel zum Safe von meinem Dad. Ich erinnere mich, dass er ihn irgendwo an seinem Motorrad versteckt hielt. Aber ich habe überall nachgeschaut und kann nichts finden, das auch nur so aussieht wie ein Schlüssel. Was ist denn so Wichtiges in diesem Safe? Aber wie kommen wir in die Fabrik rein? Was ist so Wichtiges in dem Safe? Das Testament meines Dads. Ich hoffe, dass er endlich die Wahrheit über mich erzählt. Warum hat er dich all die Jahre immer geheim gehalten? Er wollte nicht, dass die Leute das mit meiner Mom rauskriegen. Was ist so schlimm mit Mrs. Corley? Sie war nicht meine Mom. Ah. Aber wie kommen wir in die Fabrik rein? Das ist die Frage. Aber wie kommen wir in die Fabrik rein? Hinter der Fabrik ist ein geheimer Eingang, der direkt in Dads Büro führt. Er hat mich immer heimlich reingeschmuggelt, damit ich ihm bei den Motorradentwürfen helfen konnte. Als er zu alt wurde, um die ganze Arbeit selber zu machen? Nein, da war ich erst 6. Okay. Wie finde ich den geheimen Durchgang? Wie finde ich den geheimen Durchgang? Nun ja, es ist ein bisschen knifflig. Du musst warten, bis alle Messgeräte auf Null stehen. Dann trittst du an der richtigen Stelle gegen die Wand und du bist drin. Wie finde ich die richtige Stelle zum Treten? Schön drauftreten. Ach. Wie finde ich die richtige Stelle zum Treten? Dad wusste genau, wohin man treten muss. Aber ich erinnere mich an diesen großen Riss in der Wand. Und wenn ich mich so gestellt habe, dass ich diesen Riss auf Augenhöhe hatte und dann direkt vor mir gegen die Wand getreten habe, dann ging diese verrückte Tür auf. Verrückt. Und wenn ich die Stelle nicht finde? Und wenn ich die Stelle nicht finde? Stell dich einfach auf Augenhöhe mit dem Riss, warte, bis die Messgeräte auf Null stehen und dann tritt. Der Teil mit dem Treten ist ziemlich vage. Der Teil mit dem Treten ist ziemlich vage. Hör mal, ich war erst 6. Du gehst mir echt auf den Keks. Kann ja nicht jeder so eine perfekte Frau hier sein mit so schicken Mähne. Ich werde diesen geheimen Durchgang niemals finden. Hey Ben, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Wenn ich diese Stelle zum Treten gefunden habe, als ich 6 war, dann glaube ich, dass du sie selber finden kannst. Okay, wir haben keinerlei Sprachoptionen mehr, die wir mit Mo ausfüllen können. Deswegen würde ich sagen, ich werde sehen, was ich tun kann. Ja, ist gut. Gucken wir uns doch mal an, was hier so geht. Teile. Oje. So, da stehen Nummern drauf. Die sind auch wichtig. Ich glaube nämlich, dass es die hier war. Nämlich eine von diesen Nummern ist... Aber da. Da können wir uns die Nummern raussuchen. Ich werde mir was mal gerade zum Schreiben nehmen. Keinen Moment. So, schreibe mir die Nummer nämlich auf. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre. 1, 5, 4, 4, 9, 2.
Was kann man lesen? Ja, geht. So einen gelben Stift. 4, 8, 0, 5, 3. Schreib's mir einfach mal pauschal auf. 5, 6, 7. Ist das eine 7? Ja. Das könnte auch irgendwas Kyrillisches sein. Ist das auch so eine 7? Oder ist das ein T? Würde ich so sagen. Ich glaube, es auch eine 7 ist. Schreiben wir einfach mal auf. Und dann haben wir noch 1, 2, 4, 7 und die 8. So, was gibt's hier noch? Noch eine Zahl. Und da haben wir die 8, 9, 1, 6, 1. Also sind immer 5 Ziffern. So. Da ist auch noch was. Nö. Gut. Können wir die mitnehmen? Nö. Da kommen wir wieder raus. Hier genauso. Da genauso. Können wir uns morgen nochmal angucken. Sie sieht beschäftigt aus. Ja, die Furt läuft die ganze Zeit irgendwie in der Leere rum. Statt uns mal irgendwie zu helfen. Können wir sie schlagen? Später. Hoffentlich. Ja, die Rache dafür, dass sie uns festgekettet hat und wir böse Schimpfnamen gegeben haben. Komm. Später. Hoffentlich. Okay, damit reden wir wieder nur mit ihr. So. Außer den Teilen geht dir nicht viel, deswegen gehen wir jetzt. Hier, nimm die Fotos. Ich will sie nicht. Zeig sie jemand Wichtigen, wenn du Gelegenheit dazu hast. Nee, jetzt rennen wir wieder. So. Das Stadion brennt. Unser Verdienst. War gut gemacht. So. Und ihr erinnert euch noch hier an diese Gegend mit diesen Messgeräten. Wenn sie auf Null stehen, heißt das, die sind so offen. Ne? So wie eben. Gerade habe ich den Moment verpasst. Gucken wir doch mal. Bim. War nicht richtig? Okay. Dann habe ich mich gerade geirrt. Auch nicht richtig. Weil ich glaube, dass es diese Stelle ist, die wir treten müssen. Es tut sich nichts. Ich werde jetzt mal versuchen, wenn alle Dinger komplett auf grün sind. Ich glaube aber nicht, dass das heißt. Ich beobachte die Geräte gerade nochmal. Mal gucken. Nee. Okay, das scheint mir dann irgendwie... Warte. Da ist noch so ein Zipfel, ne? Timing anpassen. Versuchen wir es jetzt mal. Bam! Da haben wir ihn. Errungenschaft freigeschaltet. Ganz schön gerissen. Und jetzt kommen wir hier rein in diesen durchleuchteten Gang. Und sind im Büro. So, was haben wir hier alles? Da ist was. Bodensafe. Ja, sieh mal an. So, liebe Leute, jetzt kommt's, jetzt wird's wichtig. Jetzt müssen wir uns nämlich die Kombination, aufschreiben, beziehungsweise wir haben sie schon aufgeschrieben und müssen die jetzt eingeben. So, ich guck jetzt mal. 1. 5. 4. 4. Okay, wir haben's blöd, aber 9. 2. Bäm! Erste Kombination war richtig. Da ist eine Art Karte drin. Und ein Tonband. Ich hoffe, das ist Corleys Testament. Das weiß ich nicht. Guck mal nochmal rein. Oder dürfen wir nicht? Ah, guck mal, da haben wir Bilder. Mo hat mir die Fotos von dem Mörder ihres Vaters gegeben. Schauderhaft. Ich hoffe, das ist Corleys Testament. Corley Motors. Yay. So, wir haben jetzt die Schlüsselkarte. Ich habe immer Probleme mit dem Wort Schlüssel. Schlüssel. Weil ich immer so schnell rede. Das muss ich mir langsam echt mal abgewöhnen. Tut mir leid dafür. Da haben wir Collys Tisch. Gucken wir doch mal rein. Oh, so laute Schritte. Ziemlich so laut. Einfach, keine Schubladen. Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Es ist ein Traum, wenn er das sagt. Es ist
wie Honig in mein Ohr. Möbel schleppen? Nein. Was? Nicht. Möbel schleppen? Nein. Möbel schleppen? Nein. Okay, da haben wir ein riesiges Fenster. Seht euch an, wie das Stadion brennt. Ja. Das wird ein Loch in die Pensionskasse reißen. Definitiv. Können wir denn uns mal ein bisschen daran lecken? Da lasse ich meinen Mund nicht ran. Dickes Glas. Tritt fest. Da will wohl jemand nicht, dass wir hier rauskommen. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. War die Kombination so? Die Karte mit dem Tisch? Nein. Ah ne, die Karte war für was anderes. Okay, halt. Da ist noch ein Bild. Angucken. Bilderkunst. Das ist Kunst. Sicher? Okay. Aber man kann ja heutzutage alles als Kunst verkaufen. Komm nicht dran. Komm nicht dran. Was? Ich hab's. Komm nicht dran. Achso. Sorry. So, guck mal hier. Hier sind eine Art Überwachungsraum bzw. Kommunikationszentrale. Da ist ein Kartenleser. Hier schiebt man die Karte rein. Hier schiebt man die Karte rein. Du musst terminiert werden. Ich will nicht, dass der Alarm losgeht. Ich will nicht, dass der Alarm losgeht. Ja, dass wir nicht wollen, dass der Alarm losgeht, check mal die Karte hier rein. Cool. Ja. Jetzt wird hier gerallt. Sieht aus, als hätte die Versammlung begonnen. War nicht nur ein inspirierender Arbeitgeber, sondern auch ein großartiger Freund. Sein Verlust trifft uns alle schwer. Malcolm und ich sprachen oft über die Zukunft. Wir sprachen über den Tag, an dem Corley Motors jenseits seiner bescheidenen Anfänge den Schritt in ein neues Zeitalter der Fahrzeugtechnik machen würde. Und obwohl ihn sein tragischer Tod schneller von uns nahm, als irgendjemand erwarten konnte, Malcolm Corleys Traum bleibt lebendig. Und in seinem Gedenken werde ich diesen Traum weiterführen. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen die Zukunft Corley Motors zu präsentieren. Den Corley Klein. Corley hatte recht. Allerdings hatte ich niemals davon geträumt, es würde tatsächlich zu Kleinbussen kommen. Kleinbusse, habt ihr das gerade gesehen? Ist nicht wahr. So, wir haben jetzt hier ein Projektor. Mit dem können wir erstmal rallen und das Vermächtnis hier einspannen. Glaube ich zumindest. Ich glaube nicht, dass man damit Tonbänder abspielen kann. Ach Quatsch, das war in einem anderen Raum. Okay. Dann müssen wir nochmal zurück. Verschlossen. Achso, na stimmt. Da geht's zurück. Verschlossen. Kannst du es aufbrechen? Nee? Verschlossen. Okay. Ah, Quatsch. Sorry. Falsche Taste. Der ist für Schraubenmuttern. Können wir den ziehen? So. Aus die Maus. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist eigentlich da oben los? Ich bin dabei. Muss nur die Birne und den Motor neu justieren. Hier. ja. Wie ich schon sagte. Ich hasse dieses alte Zeug. Dagegen braucht mein Hüfthalter ja weniger Justierung. So, wir haben die alte abgelenkt. Mann, dieser Ripburger kann schwafeln. Wie kommt der auf den Man sieht hier unseren Welt? Schatten. Hey, wer sind Sie? Wie lange bist du schon hier? Warum hat die Maureens Stimme? Hilfe! Hilfe! Sicherheitsdienst! General, erstmal weg. Warum hast du so lange gebraucht? Er ist da, den Gang runter. Beweg dich! Nee,
Davis sieht schon Gespenster. Okay, das war nicht richtig. Die hat uns entdeckt. Wir müssen unentdeckt bleiben. Wir müssen nämlich den Projektor und die Fotos entspannen, wie ihr schon bemerkt habt. Wahrscheinlich nicht. Deswegen gucken wir mal verschlossen. Hier. Die ist verschlossen. Können wir die aufbrechen? Also. Verschlossen. Ja, ich kann damit nicht interagieren. Dann lassen wir das mal. Ich muss die alte nämlich ablenken und dann in den Raum gehen. So. Weil wir haben sonst nichts weiter zum Anwählen. Da läuft noch der Film über Kleinbusse, das wollen wir nicht sehen. Verschlossen. Okay. Dann lass mich nochmal überlegen. Nochmal rein. Lampenhebel. Das ist der Motorhebel. Was? In meinen Gesprächen mit unseren Angestellten. Das ist nicht zu tolerieren. Ja. Seht euch dieses Doppelkinn an. Was für ein steifes Hemd. Können wir die umboxen? Ah! Hilfe! Ja, Hilfe! Kennen wir schon. Wie war das nochmal? Ich bin gerade ein bisschen raus, muss ich sagen. Ich weiß noch, das war irgendwas hier in dem Raum mit dem Projektor. Wir müssen die Alte irgendwie versuchen abzulenken. Tritt's mal aus. Geht das auch? Nö, kannst du ausschalten. Wir sind erstmal so cool und warten einfach. Hi. So, wir sind automatisch hier draußen. Okay, das funktioniert so nicht. Was haben wir denn noch? Wir haben noch die Kette. Wir haben noch das Brecheisen. Also an Items. Da, Hilfe! Okay, das können wir eigentlich vergessen. Die sieht uns jedes Mal. Die schaltet die Sachen wieder ein. Ineffiziente zweirädrige Fahrzeuge. Oh, das ist ja zum Heulen. Das stimmt. Oh Mann, meine Füße bringen mich noch um. Wann hört das endlich auf? Ah! Oh Mann, ich bin gerade so. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich muss gerade echt mal ein bisschen überlegen. Wie war das noch? Weil ich kann die Brechstange mit den Türen nicht verwenden, weil die sind nicht anwählbar. Da können wir noch reingehen. Irgendwas muss ich machen mit der Eule. Was war das? Können wir mit den Bildern hier vielleicht irgendwas anfangen? Die verdienen mehr Beachtung. Ja, ja, auf jeden Fall, aber... Viele von ihnen so ein bisschen haben Kinder. Ich werde mal kurz in den Raum zu der Alten gehen und gucken, was ich alles anwählen kann. Vielleicht hilft mir das auf die Schnelle. Ah, Mann, das ist zum Mäusemelken. Ich check's halt partout nicht. Okay, Leute, dann werde ich hier mal kurz eine Aufnahmepause machen und werde mich gleich wieder melden, damit ihr das nicht zum 10.000. Mal sehen müsst. Ah, Hilfe! Hi, Leute, willkommen zurück. Ah, ich habe nochmal nachgeschaut, beziehungsweise ich habe es partout nicht auf dem Kette gehabt. Man kann die Hebel ja mehrmals drücken. Richtung nach vorne. Ganz so. Komm. So, und jetzt rallt der richtig. Weißt du, dich kann man auch ersetzen. Wenn diese Versammlung vorbei ist, sind sie gefeuert. Es tut mir schrecklich leid. Ach, es geht weiter. Okay, dann war es nicht beide Hebel, sondern ein Hebel. Ich glaube, der Hebel fürs Licht war es. Den müssen wir zweimal drücken, dann geht's hier richtig rallig. Bäm. So. Gucken wir mal, was passiert. Ich werde dich treten, bis du tot bist, du alter Steinzeitschrott.
Ich kann Ihnen weit Schlimmeres antun, als Sie zu feuern. Ist das klar? Also dann... Okay, dann war es auch nicht richtig. Irgendwas mache ich noch nicht richtig. Oder war das der Motor? Ich weiß es gerade nicht mehr. Es ist völlig klar, dass... Oder fehlt uns noch irgendwas? Das weiß ich noch nicht. Können wir das Ding da reinstecken vielleicht? Der ist für Schraubenmuttern. Oder war es der Motor? Wirklich eine Gewinn-Gewinn-Situation. Morgen rufe ich den Servicetechniker an. Morgen rufe ich direkt die Zeitarbeitsagentur an. Okay, das scheint es immer noch nicht zu sein. Menschens Kinder, das kann doch nicht so schwer sein. Ich stelle mich aber auch blöd an wieder. Tut mir leid. Können wir das irgendwie mit der Stange blockieren oder sowas? Ich brauche die Stange eigentlich gar nicht mehr großartig. Auf dem Rad basierende Stereotypen. So, jetzt vielleicht. Der ist für Schrauben. Kette vielleicht. Ich heb mir die Kette für... Okay, das scheint es auch noch nicht zu sein. Es ist ja ein Mysterium. Vielleicht fehlt mir noch irgendwas. Ich weiß aber nicht was. Können wir Nasen da reinstecken? Ein Kaninchen wird hier nicht viel helfen. Nach unten ist ja aus. Nach oben ist auch irgendwie aus. Kann ich da irgendwie die... Ich versuche also das Ding hier rein zu stopfen. Der ist für Schraubenmuttern. Was Sie hier direkt vor sich sehen, ist meine Vision. Errungenschaft freigeschaltet. Geschmolzen. Oh, perfekt. Das ist eine Katastrophe. Was Sie nicht sagen. Wir haben hier einen größeren Maschinenausfall. Warum erzählen Sie nicht einen Witz oder sowas? Ich kenne keine Witze. Wissen Sie, das erinnert mich an eine amüsante Anekdote. Über einen, Also ich habe keine Ideen mehr. Ich aber. Jetzt gehen wir nämlich rein in den Raum. So, jetzt können wir uns hier endlich mal in Ruhe umgucken. Was haben wir denn alles da? Videokamera. Die ist auf die Leinwand fixiert. Was haben wir da? Ich kann von hier aus die ganze Firma sehen. Ah, was haben wir hier? Ein Tonbandgerät. Das nenne ich Multimedia. Oh yeah. Dann rollen wir mal hier die Filmrolle rein. So. Dieses nächste Dia zeigt unsere neue, aggressivere Unternehmensstrategie. Hallo zusammen. Wenn Sie das hier hören, habe ich wohl schon den Löffel abgegeben. Naja, aber das Leben geht weiter und man muss Platz machen für neue Leute. Und genau darüber will ich hier sprechen. Ich habe für jemanden Platz gemacht, der meine Stelle bei Corley Motors einnehmen soll. Und es ist nicht dieser treulose Verbrecher, Adrian Ripburger. Rip, Sie gehören nicht in den Vorstand meiner Firma, sondern ins Gefängnis. Ich habe mir von diesem Mann viel zu viel einreden lassen. Zum Beispiel meine Tochter zu verheimlichen. Er hatte Unrecht. Ich hatte Unrecht. Ich hätte zu ihr stehen müssen. Maureen, ich hoffe, dass du mir vergibst und Corley Motors übernimmst. Leite die Firma, wie du es für richtig hältst. In Ordnung, das reicht jetzt. Wie stellt man dieses verdammte Teil ab? Ich bedauere, dass Sie dieses Band hören mussten. Mit einer von Malcolms letzten Therapiesitzungen. Zum Ende hin litt er immer stärker an Halluzinationen. Er wurde von schlimmen Wahnvorstellungen heimgesucht.
Und hier ist eine... Meine Damen und Herren, ich bin Maureen Cawley. Ich habe eine interessante Geschichte für Sie. Und wenn ich damit fertig bin, werden Sie sehen, wieso... dieser Mann hier ins Gefängnis gehört. Hey! Wo ist der hingekommen? Oh, oh. Da läuft er. Hinterher! Ripburger macht sich aus dem Staub. Hinterher, Ben. Nur ab, Ripburger. Wenn es an der Zeit ist, dich zu suchen, müssen wir nur der Schleimspur folgen. Natürlich richten wir auch Kindertagesstätten ein. Sonst noch Fragen? Oh, wenn man kommt häufig. Komm hier rüber. Ist das nicht toll, Ben? Die Stimmen waren auf einmal weg, beziehungsweise die Voice-Overs. So, wir besorgen uns jetzt ein Bike und danach holen wir meine Gang aus dem Gefängnis. Und dann sollten wir klären, warum meine Gang nicht aufgetaucht ist, um uns zu helfen. Und dann kaufst du dir ein paar Büroklamotten. Erinnere mich nicht daran. Beschwer dich nicht. Du wirst steinreich sein. Und wenn ich das bin, werde ich mich zurückziehen und ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Wie wir sehen, Ripburger ist hartnäckig und gibt nicht auf. Er verfolgt uns jetzt. Aber dem können wir einmal gebieten. Dreckschwein. So, jetzt sind wir wieder im Game, ist für Burger. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Da können wir rein. Ventilator. Dann nehmen wir mal die Stange. Können wir die Kette benutzen? Ich heb mir die Kette für da oben. Wow. Bike. Ich kann unser Bike nehmen. So, dann können wir Kaninchen reinstopfen. Hasengemetzel. Hi. Dann können wir ein zweites Kaninchen da reinstopfen. Okay, das funktioniert nicht. Ich kann nicht. Warum nicht? Da lass ich meinen. Ich kann nicht. Warum nicht? Am nächsten Tag, was wir da irgendwie reinstopfen können. Die Kette geht ja nicht mehr. Nein. Den hier? Der ist für Schrauben. Ja. Können wir unser Bike runtertreten vielleicht? Wenn ich es anfasse. Das wollen wir natürlich nicht. So ist es so zu sehen. Lass mich das nochmal versuchen. Okay, wir haben es nicht geschafft. Wir überspringen die Sequenzen mal. So, jetzt sind wir wieder hier. Also. Das Ding haben wir jetzt auch. Wir haben auch nichts mehr da, was wir machen können. Mit unseren Items. Klappe. Wir müssen versuchen hier. Ich schätze, das ist meine einzige Waffe. Ich komme nicht dran. Wir müssen versuchen, an einem Ripburger vorbeizukommen. Okay, wenn wir auf der rechten Seite gehen, schaffen wir es nicht, weil Ripper bei uns im Weg steht. Ja, ich weiß, aber wie sollen wir sonst hier rumfallen? Ah, sie macht. Hey! Ja, yeah, jetzt haben wir Ripburgers Stock und den rollen wir hier rein.
Achso, die Benzinleitung, die rallen wir uns erstmal. Komm, Ben. Dann damit. Rippe, bring ihn hauen. Gib ihn dann auf den Deckel, Ben. Komm schon. Nicht mehr viel Zeit, bis wir abstürzen, Ben. Komm schon. Der Kette auch nicht. Ich hält mir die Kette für meine Freunde auf der hohen Meile. Okay, da kommen wir auf die andere Seite zurück. Wieder rein da. Nein. Das geht auch nicht. Wenn Benzin hat und Kappen ist nicht. Irgendwie. Der bewegt sich nicht. Ich weiß. Was soll man tun? Können wir hier irgendwo anders lang? Geht nicht, ne? Da geht's noch rein. Das ist so schwer, ja? Es ist besser, wenn er nicht weiß, dass ich hier bin. Es ist besser, wenn er nicht weiß, dass ich hier bin. Können wir sie durchbeißen? Da lass ich meinen Mund in die Bahn. Oh, Ben. Der bewegt sich nicht. Hebel sie doch auf. Ich meine, wir haben keinerlei Items mehr, die wir benutzen können. Sie nehmen uns eine Mutter. Echt nicht. Ich sehe nirgends eine Mutter. Ich sehe nirgends eine Mutter. Können wir die Benzinleitung nehmen? Aber wir haben mehrere zur Auswahl. Bewegt sie nicht. Ich hielt mir die Kette für meine Freunde auf. Nehmen wir die Benzinleitung mal. Die wirken es ja nicht mehr. Ah, die sieht gut aus. Nimm doch mal, komm. Können wir die hier rein? Ah, sieh mal an. Schraubenmutter. Jaha! Ab dafür! Oh, Maureen. Eine Cutscene. Nom. So, wir wurden gefressen von diesem riesigen Teil. Und der ballert auf uns. Lüttberger, du Schwein! Die fällt von oben runter. Polzert. Hast du nicht gesagt, dieses Teil kann sich nicht bewegen? Errungenschaft freigeschaltet, alle von Bord. Alle an Bord. So. Naja, aber fliegen wir nicht schlecht, weil wir auf die Schlucht zurasen. Lüttberger, du wirst uns alle umbringen. Ruiniere doch nicht das Ende. Wie hält man das Teil an? Im Cockpit. Na, dann hoch da, Geralt, schnell. Der Bürger kann halt nicht gezielen, wie wir gerade gesehen haben. Ben grinst sich einfach rein ab. So viel zum Thema Instrumente. Die hätte ich gebraucht. Oh Gott, was haben wir denn hier alles? Verdammt. Kaputt. Schrott. Take-off, Flug, Landung, Notfall, Motorschaden, Überhitzung. Maschine aus. Das System wurde ernsthaft beschädigt. Flug. Cockpit-Unterhaltung. Navigation. Autopilot. Ein. Take-off. Bei. Was? Vor? Nach? Bei. Vor. Fracht. Dekompressieren. Geht nicht. Oje, das wird's. Notfall! Es ist ein Notfall hier. Motorschaden, Kontrollverlust. Flügelsystem, Bremssystem, Navigation. Bremssystem. Schubumkehrer. Bremsschirm. Notbremsen. Vorderbremsen, Rückbremsen, beide. Rückbremsen. Und da stürzen wir ab. Ja. Wir haben es nicht geschafft. Neue Sequenz. Wir rallen hier nochmal. Jetzt im Panzer werden macht für mich keinen Sinn, weil ihr könnt es wahrscheinlich auch schon denken, wir haben es fast geschafft. Und das wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt hier nicht schaffen würden mit Ben. So, lass mich nochmal gucken. Take-off. Bau die Vorderbremse. Quatsch, was war denn das? Notfall.
oder? Rollverlust. Bremssystem. Notbremsen. Vorderbremsen. Versuchen wir das mal. Dieses System wurde ernsthaft beschädigt. Scheiße. Notfall. Kontrollverlust. Flügelsystem. Querruder. Bodenklappen. Okay, geht auch nicht. Ah, Flug. Wir sollten noch fliegen. Unterhaltung. Filme, Spiele, Nachrichten, was? Navigation. Das ist unbestimmt Richtung, Position. Richtung. Wurde auch ernsthaft beschädigt. Scheiße. Landung. Notlandung. Alarm, bitte anschnallen. Instruktion. Bitte anschnallen. Wurde auch beschädigt. Okay, Notfall. Kontrollverlust. Flügelsystem. Das haben wir schon versucht. Es geht nicht. Bremssystem. Oh nein. Okay. Ich habe wieder zu lange gebraucht. Autsch. Okay. Das kennen wir schon. Tut mir leid, dass ich hier einige Fails in dieser Folge mit drin habe. Das versuche ich natürlich tunlichst zu vermeiden, aber gerade ralle ich nicht, was ich hier machen soll. So, schauen wir nochmal rein in den Computer, was wir hier so haben. Also, Notfall. Kontrollverlust. Bremssystem. Schubumkehrer. Volle Kraft. Doppelte Kraft. Geht auch nicht. So, das lässt sich nicht machen. Notfall. Hammer. Kontrollverlust. Bremssystem. Und den Schubumkehrer haben wir schon versucht. Bremsschirm vollständig. Was? Teilweise. Bremsschirm vollständig. Geht auch nicht. Hallo Tom, willkommen zurück zu Vollgas Full Throttle Remastered. Ich wurde gestern leider in meiner Aufnahme unterbrochen. Wir schreiben gerade einen Tag später. Mein Mitbewohner kam einfach überraschend rein. Und, ja. Aber es geht weiter. Das will ich noch euch zeigen in dem letzten Part von Vollgas Full Throttle. Weil ihr seht, es kommt nicht mehr viel. Die Action ist gut. Ben gibt richtig Zucker. Und Ripburger hängt am LKW. Ben! Ben, bist du am Leben? Ich schon, aber was ist mit Ripburger? Ich kann ihn sehen. Er rührt sich nicht. Kletter schnell zurück. Können wir reinklettern? Wir müssen hier die ganze Zeit wieder... Kolimotos, Hauptmenü, Warnung, Benzinleck, dieses Fahrzeug zurückbringen. Was ist das? Fachmenü, Motormenü, Verteidigungsmenü, Verteidigungsmenü, Maschinengewehr. Wartung, Information, Kontrolle. Schießen. Lu-Möwe. Du hast gerade eine Möwe erwähnt. Die Lu-Möwe, ach wie geil, das ist eine Anspielung auf Lu, auch ein Spiel von LucasArts. Frachtmenü, Motormenü, Verteidigungsmenü, Schutzsystem, Radkappen, Benzin, Leitung, steht da? Fenstergitter, geht nicht. Was? Motormenü, Motor starten. Oh, ich glaube, das war nicht richtig. Verdammt, nochmal. Das können wir auch überspringen. So, Ripburger hängt dort. Ich überspringe es einfach mal. Wir müssen Ripburger hier erstmal irgendwie loswerden. Das weiß ich noch. Verteidigungsmenü. Maschinengewehr. Wartung. Kontrolle. Einstellen. System aus. Ah. So war das. Errungenschaft freigeschaltet. Nichts kann Callie schlagen. Mach's gut, Rip. Wir sehen uns in der Hölle. Nun, das beantwortet die Frage. Nicht zurück. Was? Warum kommt ich nicht weiter? Da drüben ist nichts zum Festhalten. Achso, da. Go, Ben. Schnell, bevor der LKW abstürzt. Wir wieder eine Zwischensequenz überspringen müssen. Jawohl. Alle raus. Warte, schnell. Komm zurück. Wir brauchen euer Gewicht im Flugzeug. Ja, helft mir. Wow. Lauf, Ben. Lauf, Ben. Bäh.
Na gut, das hat nicht geklappt. Dann müssen wir den ganzen Schüssel hier nochmal machen. Hält das schnell zurück! Der, wie ihr seht, das hat alles ein bisschen was mit Timing zu tun. Finde ich an Adventures generell ein bisschen ätzend, aber gut. So, jetzt wissen wir ja, was wir machen müssen. Also, Verteidigungsmenü. Na komm. Maschinengewehr. Wartung. Ach, ja. Nächste reguläre Wartung. Nein, Quatsch. So, Verteidigungsmenü. Maschinengewehr. Kontrolle. System aus. Das können wir auch schon springen. So. Wie poetisch. So, rein da, Ben. Schnell, 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 schnell. Zum Glück gibt es hier nicht sowas wie Quicktime-Events, da würde ich ja richtig kotzen. Also Quicktime-Events sind meine eingeschworenen Feinde. Das habe ich ja damals in Resident Evil 4 richtig verflucht. Quicktime-Events, ne? So, muss ich jetzt irgendwas machen? Wenn dann irgendwie automatisch. Autsch. Okay, jetzt verstehe ich auch wieder nicht warum. Wieso, weshalb? Halt da schnell zurück! Oh, ist das ätzend gerade. Sorry, Leute. Es ist einfach pro nach dem anderen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir etwas. Ja. Schwächling. Muss ich hier irgendwas noch machen können? Nö, wenn ich wieder einsteige, explodiert das Ding. Okay. Halt da schnell zurück! Ja, aber ich muss doch erstmal Rückburger hier und so, ne? Oder muss ich den da hängen lassen? Das kann natürlich auch sein. Das passiert mit dir, wenn du einer geregelten Arbeit nachgehst. Ja, einer geregelten Arbeit. Warum hauen die denn noch ab? Wartet, kommt zurück! Wir brauchen euer Gewicht im Flugzeug! Ja, helft mir! Schnell. Na! Also ich kann machen, was ich will. Ich gehe jedes Mal in Flammen auf. Also rauslaufen ist irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Was passiert eigentlich, wenn ich so zurückkletter zum Marine? Vorsicht, Ben! Ja, hier rein. Ich werde dich und deine Freunde mit mir nehmen, Ben. Alles, was du nimmst, ist die falsche Medizin, Red. Okay, das heißt, wir müssen Ripberger erstmal loswerden. Und da führt kein Weg dran vorbei, weil er auf uns schießt. Der Sack. So, Verteidigungsmenü, Maschinengewehr. Kontrolle, System aus. Bitcoin, so sieht's aus. Hm. Aber mir erschließt sich noch nicht, was ich tun muss. Ich weiß, aber wenn ich hier reingehe, sterbe ich. Was mache ich denn jetzt? Drücke gespeichert. Kann ich ja nicht einfach stehen bleiben? Wenn ich in den LKW gehe, stürze ich ab. Wenn ich da reingehe, gehe ich in Flammen auf. Also, ich weiß nicht, unsere Optionen sind gerade ein bisschen begrenzt. Entschuldigung. Wartet, kommt zurück! Wir brauchen euer Gewicht im Flugzeug! Da laufen sie weg! Das ist Benzin. Das ist mein Motorrad. Warum kann ich es nicht anwählen? Doch, ich kann es anwählen. Bike, nimm's! Das Bike nicht gesehen. Unser Bike rettet uns den Arsch. Ab dafür. Ben. Raus. Fuck yeah. Das Leben war ein Spiel für ihn. Und er spielte es mit seinen eigenen Regeln. Er war ein Rätsel für die meisten von uns. Und doch war er Inspiration
für uns alle. Er gab uns Freiheit. Er gab uns Stärke. Er gab uns Flügel. Er gab uns Räder. Ich danke Malcolm Corley, dass er uns einen Traum gab, der niemals sterben wird. Also dann. Also dann? Vielleicht können wir demnächst mal zusammen essen gehen. Ja, klar. Essen gehen klingt gut. Ben, es wird sich doch überhaupt nichts ändern, oder? Ich meine, nur weil ich jetzt die Firma leite und in einer Villa wohne und in Limousinen rumfahre. Ich meine, das alles bedeutet doch nicht, dass wir keine Zeit mehr zusammen verbringen können, oder? Mo, hör mal. Du spielst jetzt in einer anderen Liga. Du solltest dich nicht mehr mit solchen Typen wie mir abgeben. Aber Ben, nur eine Sekunde. Ja, hallo? Was hat er? Nein, 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 das ist verrückt. Ist der durchgedreht? Verschieben Sie die Konferenz auf 5 und sagen Sie dem Vorarbeiter, dass ich gleich selber rüberkomme, um die Teile zu kontrollieren. Ich weiß, das habe ich ihm ja gesagt. Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt? Nein, 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 Sie hätten mit dieser Legierung anfangen müssen. Ja, ja, aha, ja, gut, großartig. In Memory of Roy Conrad, Contribution Designers Larry Aaron and Jonathan Ackley, Jeez Clark, Peter Chan, Stephen R. Shaw, Contribution Writer Dave Grossman, Vehicle Designs von Peter Chan, 3D Vehicle Models von Richard Green, Character Design von Larry Aaron. The Gone Chuckles are Steve Karloff, Judd Austin, R.D. Maynard und Trey Sabatelli. Gone Chuckles, die haben den Soundtrack gemacht zu Full Throttle. Richtig gute Band, müsst ihr euch mal anhören. Da stehen die Songs. Nachdem ich jetzt das Spiel angefangen habe zu spielen, habe ich die wieder extrem gesuchtet. Ja. Also ist halt wie gesagt schon ein bisschen älter, die Mucke natürlich, so ein alter, schöner Hardrock, aber da unten seht ihr es. The Gone Chuckles Music from Full Throttle is available, complete and united, on their new audio CD, Born to Pig, available on Blue Black Records. Ja, und ein recht herzliches Dankeschön an euch. Und an eure Geduld mit mir und den kleinen Verpos in Full Throttle. Wir hätten das ganze Spiel auch schneller schaffen können, aber ich wollte gerne mit allen interagieren, alles reden. Ein paar Zwischensequenzen mussten wir leider über uns ergehen lassen, das geht nicht anders. Zum Glück können wir sie überspringen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß an Full Throttle. Ist wie gesagt kein langes Spiel, deswegen habe ich mir gedacht, ich bring's jeden Sonntag raus, dass man lange davon was hat. Und dann natürlich in einer Level-Up-Folge, heißt ja, wie ich ja schon erklärt habe, länger, also 45 Minuten max. Und ja, es hat mir echt unglaublich viel Spaß gemacht, wieder in dieses Spiel einzusteigen und die ganzen Gags und die Musik zu erleben. Und das war echt, das war sein Geld auf jeden Fall wert. Gibt's wie gesagt auf Steam zu holen für ein paar schmale Euros. Lohnt sich auf jeden Fall, wer mal wieder Bock hat auf ein altes LucasArts-Adventure der außergewöhnlichen Art. Mal von den ganzen Klassikern, die LucasArts zu bieten hat, wie Monkey Island, Grim Fandango und ja, was gibt's noch von LucasArts? Genau, die Indiana Jones, ne? Die Indiana Jones Spiele, die waren auch richtig knackig, aber leider gibt's davon noch keinen Remaster. Wäre aber mal schön, aber so viele Spiele wie Double Fine gemacht hat, das Entwicklerteam, da müssen die echt einen Zahn zulegen, aber was ich noch spielen würde von LucasArts, wäre unter anderem halt auch Day of the Tentacle remastered. Das gibt's ja auch auf Steam erhältlich. Und ich habe noch ein paar andere Adventures im Petto. Also, Adventures werden bei mir noch ein paar kommen. Ich habe es schon mal
angeteasert. Und noch ein paar andere kleine Fundstücke, würde ich es mal nennen. Oh, sprachliche Ausfälle hier. Ich bin gerade aufgestanden, habe mich an den Rechner gesetzt und weiter aufgenommen. Weil, wie gesagt, ich gestern unterbrochen wurde. Tut mir leid. Ja, irgendwas wollte ich noch erwähnen. Mir fällt es gerade nicht ein. Ah, genau. Wenn ihr wollt, kommt noch ein anderer Let's Play von mir herein. Ich bin aktuell noch an Resident Evil 1 und 2 dran. So wie an Castlevania. Da habe ich extrem Bock drauf, aber ich sehe mich schon richtig fluchen und ja. Ausrasten vor dem Rechner. Weil ich habe nicht mehr in Erinnerung, wie schwer Castlevania eigentlich ist. Also ich habe es damals, also als ich noch jünger war, viel und oft gesuchtet, aber so jetzt mit 30 hat man da nicht mehr so viel auf dem Schirm, was eigentlich nochmal wie, wo, war, warum, wieso, weshalb. Genau. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne unterstützen und auch meine Social-Kanäle auschecken, wie unter anderem halt auf Facebook, Twitter und ja, auf Twitch werde ich mich demnächst auch mal begeben, Richtung Livestreaming. Das ist alles so was, wo ich mir denke, ah, ich muss mich da deswegen nicht stressen, ich mache alles ganz riechen und in Ruhe. Ich habe einen Alltag, den ich erstmal hinter mich bringen muss, um mich dann um mein YouTube zu kümmern. Weil, wie gesagt, ich mache das als Nebenbeschäftigung, ich arbeite Vollzeit, von daher ist es leider auch ein bisschen eine Zeitfrage. Aber ich versuche halt, meine Freizeit so zu gestalten, dass ich auch noch ein Leben habe, unter anderem halt auch zwischen YouTube, Arbeit und dem, was mich noch so anders bewegt. Aber wenn ihr wollt, schaut gerne an Facebook und an Twitter vorbei, da könnt ihr mich auch finden unter PixelheldLP. Ich nehme auch immer gerne wieder Wünsche an, falls ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, Alter, dieses Spiel, das finde ich echt krass, ist super geil. Schickt mir einen Link, schickt mir eine Spielbeschreibung oder einen Trailer auf YouTube, dann gucke ich mir das Ding gerne mal an. Dann schaue ich mir an, weil ich muss aus einer Kasse bezahlen, was das Ding kostet. Und dann schaue ich mal, ob ich das dann euch erfüllen kann. Ja? Also wie gesagt, ich bin für Wünsche und Kritik immer gerne offen. Auch positive Bewertungen auf YouTube könnt ihr mir auch gerne da lassen, von wegen so, cooles Spiel, macht mir echt Spaß, hast du gut gemacht, oder schlechte, nehme ich auch gerne an, klar. Kritik ist immer gut, sowohl positiv als auch negativ. Weil Kritik heißt ja nicht gleich schlecht, sondern Kritik kann ja auch etwas Positives sein. Positive Kritik. Deswegen, also falls ihr auch sagt, ich würde nochmal irgendwie sagen, stell die Einstellung nochmal um, oder du redest mir zu schnell, oder ich mag deine Stimme nicht, whatever. Wie gesagt, da ist niemand verpflichtet, sich zurückzuhalten. Wenn ihr irgendwas habt, was ihr mir gerne sagen mögt, sagt's mir, wenn nicht, ist es auch okay. Das müsst ihr für euch entscheiden. Aber ich habe schon mal Resident Evil angewählt, deswegen erwähne ich es jetzt nochmal. Ich habe jetzt keine große Zahl, aber 20 Abonnenten auf YouTube, da habe ich mich gefreut wie Bolle. Finde ich richtig geil von euch. 1000 Daumen nach oben, dass ihr mich so fleißig unterstützt und meine Videos schaut und auch kommentiert. Ich habe ein paar YouTuber, die regelmäßig meine Videos schauen und auch was dazu schreiben. Da freue ich mich sehr, danke an euch. Und ja, was gibt es noch großartig von meiner Seite auszusagen? Außer, danke, dass ihr bei Full Throttle Remaster zugeschaut habt. Ein Spiel von Double Fine, produziert und gepublished von LucasArts aus dem Jahre 1995, neu aufgelegt, dieses Jahr im Jahre 2007. Ich lasse den Song mal auslaufen, gehabt euch wohl und wir sehen uns bei einem anderen Let's Play wieder. Ich habe schon alles gesagt, was es zu sagen gibt. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in Facebook, in Twitter oder auf YouTube selbst eine PN. Und wir sehen uns wieder bei einem nächsten Spiel, welches auch sein mag. Ah, PPS. Ich habe jetzt unter anderem auch eine Facecam, da wird es ein Let's Play dazu geben. Ist auch ein kleiner Geheimtipp, aber das werdet ihr noch sehen. Ich kündige es an auf Facebook. Und ist genug von meiner Seite. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
telling you once and I ain't getting round. You got 2 weeks to get out of town. Gonna give you 2 weeks till I break out the plow. Set the scarecrow free, the mistake in the ground. So long, roll on. The plow is greased and it's ready to crease. Did it get out of town? Apocalypse.